Hallo, hier ist die Julia von Stempeln mit Creative You. Willkommen zum Super Samstag Video Hop im April. Letzten Monat war ich leider nicht mit dabei, denn mir ist mein Rechner kaputt gegangen, kurz vorm Schneiden, beziehungsweise als ich das Video schneiden wollte. Deswegen musste ich dann ausfallen. Mein Rechner ist immer noch nicht da und gestern kam auch die Info, dass ich vor Ende Juni auch nicht damit rechnen kann. Ich versuche aber trotzdem jetzt wieder Videos zu machen und dann eben mit dem iPad oder Handy diese zu schneiden. Dementsprechend werden meine Videos jetzt ein bisschen anders die nächste Zeit. Nun komme ich zum heutigen Thema. Wir haben heute ein ganz besonderes Thema, wie ich finde, denn ich liebe Origami. Deswegen ist unser Thema heute alles Origami oder was? Also Falzen, was das Herz begehrt. Ich liebe Origamis, damit kann man super viel machen und man braucht nicht viel und vor allem, es bleibt nicht Papier übrig, was ich immer sehr, sehr schade finde. Und und ich habe mir gedacht, Goodies sind immer super. Deswegen habe ich so ein kleines Goodie-Täschchen gemacht. Also ich habe hier mit dem Tacker das Ganze festgemacht. Also genau, man muss es dann aufreißen. Man kann das Ganze auch lochen und dann die Kordel hier durchziehen. Das geht natürlich auch. Ich habe das jetzt so gemacht. Das ist das Incolor-Papier vom schönen Armblau, was jetzt rausgeht aus den Farben im neuen Katalog, was ich super, super schade finde. Ich liebe nämlich diese Farbe. Die Deko habe ich heute ganz schnell gemacht mit Resten, die ich dann habe. Ja, ich habe ja immer so kleine Ferrero Rocher Schächtelchen, wo ich dann meine Schnipsel aufbewahre, die dann nach Projekten übrig bleibe. Und wenn ich mal schnelle Goodies brauche, dann bediene ich mich da gerne raus. Und so ist ja so ein Goodie-Täschchen, so ein Goodie-Box super schnell gemacht. Ja, deswegen würde ich gerne heute so ein kleines Täschchen zeigen. Und natürlich wäre ich nicht ich, wenn ich nicht eine Alternative zeigen würde. Das ist hier die Mini-Variante aus einem Stück Designerpapier im 6x6 Zoll Format. Also das kleine Designerpapier hier, ne, in diesem kleinen Format. Wie gesagt, hier am Blau, natürlich in jeder Farbe möglich. Da sind jetzt die Farben, die leider rausgehen. Ja, total tolle Farben. Ich muss hier nochmal zeigen. Ich liebe Zimtbraun, ich liebe Aventurin, ich liebe Hummelgelb über alles und natürlich am Blau. Und hier dieses Magenta. Rot. Das ist hier auch nämlich Magenta-Rot hier. Diese ja, Erdbeerblüten sind das aus dem Erdbeerstempelset. Und heute gibt es ein größeres Täschchen noch dazu aus einem großen Designerpapierstück und zwar 12x12 Zoll Format. Und ich würde hier gerne nehmen neues Designerpapier. Das ist das Designerpapier Farben des Glücks mit ganz vielen Mohnblüten und Rosen. Also richtig schönes Papier, wie ich finde. Ich zeige euch das jetzt mal live, denn ich finde, in Katalogen sieht man nicht unbedingt immer, wie schön das Papier ist. Ja. Also hier tolle Farbverläufe, überall übrigens, ne? Auch bei den Blütenmustern. Hier auch. Wieder ein Farbverlauf. Das Schöne bei diesem Designpapier, man kann die Blüten auch hier toll ausschneiden oder ausstanzen. Passend zum Frühling, die Motive, finde ich. Und daraus würde ich gerne jetzt eine größere Boxtäschchen falten. Ja, und ich nehme, glaube ich, dieses Stück. Ja, sehr farbenfroh. Zuerst falzen wir in der Mitte. So, und die Seite, die oben bleiben soll, die kommt jetzt nach unten. Ihr könnt hier natürlich auch das Schneidebrett nehmen. Das geht natürlich auch, geht vielleicht schneller. Ich mache es jetzt mal ohne, denn das geht auch so ganz gut. Das muss hier ein bisschen genau sein. Wenn ihr das mit dem Schneidebrett macht, dann falzt ihr einfach bei 3 Zoll in der Mitte. Ich
drücke es immer gerne vor mit der Hand und dann gehe ich mit dem Falzbein drüber. So, dann klappen wir das Ganze auf und machen nochmal zwei Falzungen und zwar jeweils quer, also so ein Kreuz rein von der Ecke zur Ecke. Auch das könnt ihr natürlich am Schneiderbrett machen. Ich mache das jetzt Freihand. So, hier ganz genau. Was hilft ist, wenn man erstmal hier die Ecke anguckt. Ja, die sieht gut aus. Und hier, ja, die sieht auch gut aus. Und dann geht man nochmal mit dem Falzbein drüber. Und immer schön festhalten, da kann auch nichts passieren. Perfekt. So, wir klappen nochmal auf und machen nochmal das andere Dreieck. So, hier, wenn man die Mitte erwischt, dann sieht man das auch gut. Man sieht hier auch an der Ecke, ob man die Mitte gut erwischt hat, denn das hier geht hier auf dieses Dreieck hier, das kleine. So, dann klappen wir nochmal auf. So sieht das Ganze aus. Jetzt legen wir das so hin, dass hier diese kleinen, ganz kleinen Dreiecke sind. Und zwar falten wir das jetzt nach innen. Also eine Drachenfaltung nennt sich das, meine ich. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig in Erinnerung. Ja, das sieht jetzt wie ein Flugdrache aus. Ja, das man zum Drachensteigen verwendet. Hier nochmal. Ja, also diese kleinen, ganz kleinen Dreiecke, die werden einfach nach hinten, nach innen gekippt. So, und dann kommt der spannendste Teil. Schön wäre es, wenn ihr so ein kariertes Blatt drunter legt, denn das hilft zur Orientierung. Ich lege jetzt die Mitte. Ich lege jetzt die Ecke in die Mitte auf einen Strich. Ja, ob jetzt die Mitte ist oder nicht, ist eigentlich egal. Und hier auch, also gerade Linie hier und hier auch auf eine gerade Linie. Dann kann ich mich ungefähr orientieren. Ich nehme hier ungefähr die Hälfte und was hilft, dass ihr euch eine Orientierungshilfe nimmt. Hier zum Beispiel, ja, die Mitte ist vielleicht hier. Genau, also 1, 2, 1/2. Und dann zähle ich das auch. 1, 2, 1/2. Und dann weiß ich, hier muss ich kippen. Und auch hier mache ich mir eine Markierung. Das lege ich mal kurz mal rein. Das muss ungefähr zur Mitte zeigen. Und hier, ja, könnte man, ich nehme jetzt mal ein bisschen größer, so. Genau, hier ist die Ecke. Und wir nehmen hier die Ecke. Und dann zählen wir hier nochmal 1, 2, 3, 4, 1/2, 1, 2, 3, 4, 1/2. Ja, da müsst ihr nichts abmessen, das ist eigentlich ganz gut. Und kariert das Blatt hat man überall, ansonsten nehmt ihr euch einfach ein Lineal zur Hand und legt das euch drunter. Ja, das hilft auch. So, wenn wir das haben, klappen wir auf. Ja, erstmal, den Rest machen wir nachher und machen hier das Gleiche. Ja, dass wir wieder vom Strich zu Strich falten. Genau. So, dann ist es ungefähr gleich. Auf den 1 mm kommt es hier nicht an. So, was wir jetzt machen, das lassen wir jetzt erstmal gekippt. Wir falten das Ganze jetzt wieder nach hinten und zwar bündig zu dieser Linie hier. Ja. Erstmal mit der Hand, mit den Fingern durchdrücken und dann schön mit dem Falzband drüber.
Und hier machen wir natürlich das Gleiche. Erstmal wieder rein und dann nach außen. So, na, dann wäre hier schon mal fertig. Und dann drehen wir das Ganze um. Und hier brauchen wir das jetzt nicht, die Markierung. Da richten wir uns einfach hier dran fest. An die andere Seite, an die Rückseite, die wir schon gemacht haben. So, das können wir auch hier direkt machen. So, und auch hier die andere Seite ebenso natürlich. Und wieder zurück. Dann machen wir hier auf, ein bisschen noch, und kippen diese Öhrchen hier rein. Und zwar genau an der Kante hier. Ja, auf beiden Seiten. Vorne und hinten natürlich auch. Aufpassen, nicht so, ja, sondern komplett hier wegdrücken. Also nur über eine Lage praktisch die Öhrchen knicken. Und dann können wir nochmal mit dem Falzband drüber gehen. Dann gehen wir hier rein und drücken das raus. Hoppala. Also die Ecken könnt ihr natürlich kleben. Das möchte ich jetzt hier nicht. So. Na, jetzt ist das ein Körbchen. Ich würde jetzt auch das Körbchen so lassen. Ich mache das jetzt das Ganze jetzt nicht zu. Wenn ihr das doch als Täschchen machen wollt, ist das so, je enger die Öffnung hier ist, also sprich, diese Linien müssen dann weiter zur Mitte, vielleicht so ja, 1,5 cm, desto einfacher ist das, dieses Täschchen zuzumachen. Na, dann, ich habe hier so einen Prototyp mir vorgemacht. Na, ihr seht hier den Unterschied, also ungefähr 1 bis 1,5 cm. Ja, und dann kann man das auch schön als Täschchen benutzen. Nur so mal als Idee. In groß, na, da passt dann ein bisschen mehr rein. Ich zeige natürlich immer gerne Alternativen, deswegen lassen wir die jetzt offen und machen dann Körbchen draus. So, diese Öhrchen. Hier habe ich sie nicht zugeklebt, hier würde ich das auch nicht machen. Die Öhrchen hier sind jetzt nicht schön. Wenn ich sie jetzt reinklebe, finde ich das jetzt auch nicht so ganz schick. Deswegen machen wir Folgendes. Wir kleben sie hier rein. So. Und machen hier, und das verkleben wir ebenfalls. Ich klebe erstmal diese Öhrchen hier rein. Einfach aufklappen und hier dieses kleine Dreieck mit Kleber mit, oder ich mache das gern mit Tombow, dann rein und auf der anderen Seite natürlich genauso. Das gleiche Papier, den anderen Bogen, und schneiden uns hier einen Griff zurecht. Dann passt der Farbverlauf wieder. Nein, nicht ganz. Oder hier. Ich glaube eher so. So, genau. So machen wir das. So, und zwar würde ich hier für den Griff
2 cm machen. Oder hier. Ja, dann verschwindet das hier schön. Und damit es eine schöne Kante ist und auch unten drunter eine schöne Farbe ist, würde ich das doppelt machen. Das heißt, wir brauchen einen Streifen von 5 cm. Wie ich das meine, zeige ich gleich. Wir brauchen einfach einen Streifen von 5 cm und zwar von der Seite. Dann haben wir einen Streifen 5 cm breit und 30,5 cm lang, also 12 Zoll. Und wir falzen dann die kurze Seite bei 1,5 cm oben und unten. Knicken wir das Ganze. Ja, jetzt seht ihr wahrscheinlich, wo ich worauf ich hinaus möchte. Ja, dann ist es nämlich von beiden Seiten sehr schön. Und dann verkleben wir das Ganze. Also ich mache auf beiden Seiten Kleber, dann ist das auf jeden Fall fest genug. Was hier schöner ist, ja, also dann guck mal, welche Seite schöner ist zum Verlauf. Ich glaube, ich würde das jetzt so bekleben. Ja, genau, die Seite oben drauf ist schöner. Da ist fast ja ein gleicher Verlauf, kein großer Unterschied zu sehen. Ist ein bisschen schief geworden, sehe ich gerade. Aber fällt hier mit Sicherheit nicht auf. So, dann machen wir das ein bisschen rund. Ja, deswegen zwei Seiten bekleben, damit es sich auch schön rund machen lässt. Ja, dann ist es einfacher. So. Und dann genau, hier ist so eine Eikerbung, wenn ihr das da rein macht, ja, dann ist das perfekt. Na, dann ist das auch genau die Linie. Ich überlege mir, ob wir das dann vorher ankleben schon. Ja, pass auf, dann können wir das auch schon so ankleben. Das heißt, wir machen hier Kleber, aber lassen hier dieses Dreieck aus. Markiere mir die Stelle. Also ihr könnt das mit dem Bleistift markieren oder ihr macht einfach einen Finger drauf. Einfach mittig rein. Gut andrücken. Und hier auch noch mal. Kurz abmessen, mit dem Bleistift markieren oder einfach den Finger drauf.
So, das ist das Gute an Tombow, da kann man noch ein bisschen schieben. Ist das nicht hübsch? Dann machen wir natürlich noch ein bisschen Deko. Da könnt ihr dieses tolle Stempelset nehmen. Das kommt im neuen Jahreskatalog jetzt, was am Dienstag erscheint. Dienstag oder Mittwoch? Dienstag. Dienstag erscheint, genau. Am 3. Mai. Genau, das ist ein neues Stempelset, passend zu diesem Designerpapier. Hier gibt es tolle Rosen und tolle Mohnblüten und dann noch ein paar, ein paar kleine Blüten. Oder nimmt diese tollen Blüten. So, das Ganze könnt ihr auch ausstanzen mit Stanzform. Ich habe irgendwie meine Stanzform vergessen mitzubestellen. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich habe ich die Nummer falsch geguckt. Oder schneidet die aus. So, ich nehme jeweils eine Mohnblüte und eine Rose. Bevor ich jetzt mit den weiteren Blüten und Blättern weiterschneide oder weiter ausschneide, hätte ich drei Tipps für euch zum Ausschneiden. Also zum einen schneide ich immer einen kleinen weißen Rand. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Ja, ich schneide das immer mit einem weißen Rand aus. Das sieht immer schöner aus, ja, wenn man das anklebt. Ja, genauso stanzen die Stanzformen in der Regel. Ja, lassen sie einen schönen weißen Rand. Na, hier auf Schwarz vielleicht, da sieht man besser. Ja, also überall einen minimalen Rand, also der ist weniger als ein Millimeter. So, der zweite Tipp ist, schneidet euch ja erstmal grob ein kleines Motiv aus. Na, ihr habt ja gesehen, ich habe das erstmal drumherum grob geschnitten und dann habe ich mit dem Ausschneiden angefangen. Das ist viel einfacher, als wenn ich so ein großes Blatt in der Hand mache. Und der dritte und letzte Tipp, ich bewege kaum meine Schere, sondern es bewegt sich eher das Motiv, ja, ich drehe das Motiv, wenn ich schneide. Ja, da sind meine drei Tipps für euch fürs Ausschneiden. So gelingt das dann auch, ja, mehr oder weniger. So, dann mache ich weiter mit den Blättern und den rosanen Blüten hier. Auch sowas kann man natürlich noch verwenden, ja, wenn man einfach die Blüte dahinter legt, ja, dann sieht man nicht, dass es nur eine halbe ist. Also sowas nicht unbedingt wegschmeißen oder man macht das hier nochmal, ja, so. Na, da sieht das dann auch ganz anders aus. Also solche halben Blüten also auch nicht wegschmeißen, die kann man durchaus gut verwenden. Oder vielleicht irgendwo für die Karte an der Seite, ne? Also das geht auch. Ja, ist Gold wert manchmal. So, auch hier machen wir mal, jetzt gucken wir mal hier dunkel, hell. Ich mache hier eine dunkle Mohnblüte nochmal. Ich nehme mal diese Rose dann direkt mit. Dann schauen wir mal. Vielleicht machen wir das auch andersrum. Dass wir hier gegengesetzt machen. Ja, das gefällt mir sehr gut. So, was wir hier machen ist, ich habe ja gerne so ein bisschen 3D-Effekt. Deswegen machen wir das ein wenig jetzt. Ach so, die
So, erstmal nach innen und dann die Blütenspitzen noch mal nach außen. Ja, dann entsteht so ein 3D-Effekt ein bisschen. Dann kleben wir das Ganze einfach nur an, und zwar nehme ich die Glue Dots einfach. Schön. Und was natürlich hier nicht fehlen darf, ist ein Bändchen. Und ich liebe ja dieses Knitterband, also dieses oder Saumband in Knitteroptik eher. Und dann machen wir einfach gleich ein Schleifchen. Was man auch machen kann, hier gibt es natürlich ganz tolle Sprüche in dem Set, aber ich finde, zum Frühling gibt es da noch ein schöneres. Und zwar gilt da noch der Mini-Katalog, und da gibt es dieses tolle Stempelset Ostergrüße, und hier gibt es ganz tolle Frühlingsspruch, einen ganz tollen Frühlingsspruch.
fertig ist mein Frühlingskörbchen. Jetzt könnt ihr überlegen, da könnt ihr auch ein kleines in Tüte gepacktes Blümchen reinstecken. Das würde natürlich auch gehen. Oder ihr macht ein bisschen Seidenpapier rein, um hier dieses zu bunte zu verdecken. Und dann ein Geschenkchen, ein kleinen Fresskorb, Schokolade, was auch immer. Ne? Also das ist groß genug für viele verschiedene Dinge. So, und es ist Origami. Ja, man glaubt das gar nicht. Ja, so im Vergleich, also die gleiche Faltung, ne, nur mit groß. Ihr könnt ein Täschchen draus basteln. Ja, ein kleines mit 6x6 Zoll Format oder ein großes Täschchen. Hier mein Prototyp. Ja, das ist auch ganz nett. Auch auf die gleiche Art dekoriert, sieht auch ganz nett aus. Also mit dem gleichen Papier einfach ein paar Blümchen drauf, einen schönen Spruch, ein Bändchen und dann ist gut. Ja, so ähnlich, nur in groß. Oder ihr könnt auch einfach ein Körbchen draus machen. Ja, so. Das war mein Projekt für euch heute. Ein oder beziehungsweise zwei Origami-Projekte mit einer gleichen Faltung, mit der gleichen Art und Weise, beziehungsweise aus der gleichen Art und Weise Faltung, Origami, bekommt ihr verschiedene Projekte raus. Je nachdem, wie groß ihr das Papier nimmt und ob ihr das offen oder zulässt. Ich hoffe, ihr habt heute bei unserem Thema Spaß gehabt und dass euch mein Video heute gefallen hat. Ich freue mich wie immer über einen Daumen hoch und hinterlasst auch gerne ein Abo bei mir. Da freue ich mich auch immer drauf. Und wir sind heute nicht so viele, also klickt euch unbedingt durch. Die Petra und Sabine haben euch ebenfalls was Tolles vorbereitet. Also guckt euch vorbei. Wir haben uns alle ein wenig Mühe gegeben, wie immer für euch. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes kreatives Wochenende. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Tschüss.